Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich mal wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs, aber nicht sonderlich lang. Und zwar wollte ich euch heute nämlich die zweite Folge von meiner kleinen Serie Tela kommentiert Kommentare präsentieren. Und ja, ich weiß, die letzte Folge ist sehr, sehr lange her und ich weiß gar nicht mehr wie lange, auf jeden Fall einige Monate. Und das soll auf jeden Fall auch keine Serie werden, die regelmäßig kommt, sondern immer, wenn mir was auffällt in den Kommentaren, wo ich mir denke, hey, darauf könntest du jetzt vielleicht mal ein bisschen ausgedehnter drauf eingehen oder vielleicht wäre das auch eine interessante Materie, wo man mit der Community so ein bisschen drüber reden kann, dann suche ich mir was raus und mache ein Video drüber, wenn ich mir auch denke, es ist zu wenig, ist einfach nur ein bisschen was zu schreiben, sondern wenn ich ein bisschen mehr quasi dazu sagen kann. Und ja, so ein Kommentar ist mir jetzt wieder über die Füße gelaufen oder gibt keinen Sinn auf jeden Fall, ich habe so einen Kommentar entdeckt. Ja, wollen wir mal reingucken und bevor wir das machen, beziehungsweise ich kann es euch schon mal aufblättern hier, bevor wir jetzt drüber reden, bitte, ich weiß, es ist das Internet, normalerweise müsste man es nicht sagen, bitte macht die Person nicht blöd an, beleidigt sie nicht oder sonst irgendwas, das muss echt nicht sein, da kann jeder seine Meinung zu sagen, ich werde jetzt meine Kunden tun und ihr könnt auch gerne gegensätzlicher Meinung sein, schreibt mir das gerne dann unter das Video, können gerne auch ein bisschen diskutieren, ich denke mal, da hat jeder vielleicht auch ein bisschen eine andere Ansicht. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Kommentar. Und zwar geht's hier los. Hallo Tilla, ich mag deine Videos sehr gerne. Freut mich erstmal an der Stelle. Beziehungsweise vielleicht lese ich es erstmal ganz vor. Aber wenn du Transmog farmst, rede bitte nicht so abfällig über andere Spieler, die in einer Random-Gruppe unterwegs sind. Und anstandshalber solltest du auch bis zum Ende der Instanz bleiben, beziehungsweise eine eigene Gruppe aufmachen, wo jeder andere weiß, was erspielt wird. Wer den anderen Leuten nur fair gegenüber, oder? Fragezeichen. Mach bitte weiter mit deinen Gold-Videos und Guides, sie sind inspirierend und man lernt was dabei. So, erstmal, ja, das war jetzt so der ganze Kommentar. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so stückweise drauf ein. Die erste Geschichte mit dem Transmog ran. Ich kann mir denken, um welche Szene es sich handelt. Ich habe letztens gestreamt, bin auch in einem Transmog-Run mitgegangen, beziehungsweise es war kein Transmog-Run, es war ein normaler Raid im aktuellen Raid-Content, also im ewigen Palast. Und mir hat noch ein Transmog-Item von einem Boss quasi gefehlt. Und dementsprechend dachte ich mir, komm, ich queue in eine Gruppe rein, die kurz vor dem Boss sind, dass ich mir dieses eine Transmog-Item holen kann, weil ich will nicht den ganzen Laden mitlaufen. Das war so eine Gruppe, um es euch ein bisschen vorstellen zu können. International, da waren Engländer, Franzosen, Russen, alles war da drin. Und das war halt eher so eine Gruppe, ein Boss tot, drei Leute rein, fünf Leute wieder raus und ständige Fluktuation. Also wir sind auch da mal gewiped unter anderem und da war ständige Fluktuation, deswegen bin ich auch nicht bis zum Ende geblieben, aber da gehen wir vielleicht auch später drauf ein. Also sprich, eine ziemlich durchmischte Gruppe, halt ein Normal Run und ich bin da wegen einem Boss eigentlich nur rein, um mir ein Transmog-Item zu holen. Im Laufe des Raids war es halt so, dass Sachen überhaupt nicht geklappt haben und ich ein bisschen, ja, ausfallen würde ich jetzt gar nicht sagen, aber ich habe mich ein bisschen geärgert. Und dementsprechend habe ich mich über manche Spieler halt auch ein bisschen geärgert, beziehungsweise im Besonderen auf einem. Und wahrscheinlich meint ihr genau diese Stelle. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass ich weder jemanden grob beleidigt habe, oder was ich ja sowieso nicht mache, dass ich Leute anschreibe und die beleidige oder so. Ich reg mich dann halt für mich im Stream auf. Also normalerweise, wenn ich nicht streamen würde, würde ich mich für mich hinterm PC aufregen, aber ich würde nie jemanden anschreiben und ihn blöd anmachen. Und wenn ich halt stream, dann sehen das halt andere Leute. Und ich habe mir sagen lassen, viele finden es gerade amüsant, wenn ich mich aufrege. Immer dann, wenn ich irgendwelche Sachen gemacht habe und mich aufrege, fanden es die Leute ganz toll. Also, weiß ich nicht. Gut, aber ich finde es immer blöd, wenn man dann anders ist, als man eigentlich ist. Also diese Aufregung, die schauspiele ich nicht. Aber es wäre geschauspielt, wenn ich mich nicht aufregen würde und in den Raid gehen würde und es klappt was überhaupt nicht. Und dann sagen, ah, ist alles fein, alle Leute sind toll, alle sind super. So ein bisschen so zu spielen, dass man jeden mag. Also, das finde ich unlauter und weiß ich nicht, da halte ich nichts von. Deswegen lasse ich da meine Emotionen auch lau, quasi einen freien Lauf und interagiere auch so, wie ich normal wäre. Aber wie gesagt, jetzt jemanden im Spiel anmachen und auch in der Situation habe ich, glaube ich, mit keinem da geschrieben und ihn blöd angemacht. Aber ihr seht selbst, ich habe mir eine Mühe gemacht, die ich schätze nur, dass es die Situation ist, ne? Ich mutmaße, im Stream rausgesucht. Und zwar auf Twitch habe ich das mal irgendwo so einen Haken reingemacht, ich kenne mich mit Twitch ja wenig aus, dass es diese Streams quasi speichern, dann kann man sich das angucken. Und das habe ich jetzt hier auch mal gemacht und ich glaube, ich habe die entsprechende Stelle rausgesucht. Und ich würde sagen, wir gucken uns die jetzt einfach mal so gemeinsam an und können da mal ein bisschen reinschauen, was da passiert ist. Ich kann nur so sagen, es ging um Ozogoa, ich kann ihn nicht aussprechen, also diesen
Gorgonzola-Boss mit, ja, im Normal-Modus, wie gesagt. Ich bin da gerade in die Random-Gruppe reingejoint. Ich würde sagen, wir gucken mal rein. Ach, soll ich da rüber rauslaufen? Macht ja eh keinen Schaden im NHC, oder? Das ist die, aber Oh, der ganz andere anders Tank weiß, wann Mythic-Spieler. dieser abspotten muss, ne? Sonst wird's hier ganz schnell übel. Da habe ich schon eine Vorahnung gehabt, dass es übel werden Okay, könnte. da kommen die Ads. Wisst ihr was? Ich sammle die Ads halt zusammen. Scheiß drauf. Two, Man kann die vom Boss auch wegtanken, ich aber im weiß, dass die. Normal-Modus Oh fuck, cleavt ich er bin weg. spottet halt nicht ab. Oder ich habe 8 Stacks. Du bist halt One-Shot, ne? Wenn du 10 Stacks erreichst. Oh nein, bitte spotte. Ist dein fucking Ernst? Shadow Melt? Ich hab Shadow Melt, dass ich die Aggro verliere, sonst wäre ich gestorben. Alter Schuh. Shit. Ich habe jetzt geshadowmeldet, dass er den Boss kriegt, ne? Was ist denn mit ihm? Also, ne? Die Mobs hier dürften mich mit meinem Gear nicht killen können, aber das ist halt so ein Effekt. Du stirbst halt instant, wenn du 10 Stacks hast, ne? Da kannst du auch Bubble anhaben und auch, ne? Sein. Hier, Gottkönig, aber da bist du einfach tot, wenn du nicht gespawnt bist. Jetzt habe ich einfach mal geshadowmeldet. Dass er die Aggro kriegt. Eigentlich könnte ich ihn jetzt rippen lassen, ne? Aber das machen wir jetzt mal nicht. Was macht er denn? Er hat gegen getauntet! Ich habe getauntet und er tauntet drauf und er hat 9 Stacks! Oh mein Gott! Macht dann. Er tauntet halt nochmal! Was ist denn mit. Ja! Der Typ ist grenzbehindert! Ich fass es nicht! Ich habe ihm halt zweimal bei 9 Stacks abgetauntet und er tauntet einfach wieder! Ich fass es gerade nicht! Was? What the fuck? Wie kann man denn so ein Vollidiot sein? Ich komm grad echt nicht drauf klar, ne? Ich komm grad richtig nicht drauf klar. Also erstmal, er tauntet mir halt nicht, ne? Weil es ihn nicht juckt. Dann muss ich Shadow melden, dass ich die Akku resetten kann. Und dann spotte ich ihm zweimal, als er neue Stacks hat. Und er spottet zweimal zurück und stirbt dann halt. Respekt! Respekt! Jetzt wehe, die kicken den. Ich muss mein. Ich glaube, das war es soweit, was ich da von mir gelassen habe. Gut, ich sag mal, so jemanden als grenzbehindert zu bezeichnen, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen grenzwertig, ne? Aber das ist halt so in dem Moment, da gehen halt Anführungszeichen die Emotionen durch und man ist halt bis leicht genervt, ist halt so Grund. Aber ich habe ihn jetzt. Also, da war nicht die Grundintention dahinter, ihn jetzt zu beleidigen oder ihn blöd anzumachen oder ihn runterzumachen, sonst hätte ich ihn angeschrieben. Er hat mich dann nach dem Kampf angeschrieben und, weil ich glaube, er hat auch den Stream gesehen oder ich weiß es nicht, also ich schätz mal, dass es das der DK-Tank war und meinte quasi, er kennt das hier alles nicht, er war hier noch nie drin und Und NHC ist ja eh easy quasi so auf die Dinge und die ersten drei Bosse oder die ersten paar Bosse, da haben sie einfach weggefacerollt. Weil ich habe ihn dann gefragt, ja, aber du hättest ja, wenn du es nicht kennst, dann hättest du ja fragen können oder dich vielleicht irgendwo vorher informieren können, aber das wollte er dann halt auch nicht, wo ich mir halt denke, also ne, es ist ja jetzt nicht mehr hier Wrath of the Lich King oder davor, wo man kein Dungeon-Kompendium hat. Mittlerweile kannst du halt reingucken, Boss. Und dann Fähigkeiten und dann siehst du relativ schnell, was die haben. Es gibt dann eine, wo ein Schild dran ist, Achtung Tanks, und dann steht drin, verursacht bei 10 Stapel überwältigende Paralyse und das tötet einen Spieler instant. Das ist jetzt so, weißt, das ist so der Aufwand von 5 bis 10 Sekunden in den Dungeon Compendium reinzugucken und du weißt, du bist Tank, dann musst du wirklich nur diese Tank-Sachen angucken und wenn da so tödlich dran steht, dann ist wichtig, ja. Also, das ist so dieser Nullaufwand, selbst wenn ich den Boss überhaupt nicht kenne, ne? Und meistens ist es halt so, dass du als Tank eine relativ wichtige Rolle hast, und wenn du gar nicht weißt, was du tust, dann wird es halt schwierig. Wenigstens diesen Minimalaufwand, einfach in das Dungeon Compendium reinzugucken. Ich habe teilweise Mythic-Bosse, wo ich
zu faul war, jetzt vorher komplett einen Videoguide oder das zeitlich nicht geschafft habe, du kannst sehr viel aus dem Dungeon Compendium ziehen. Und als Tank vor allem, die wird das halt gemarkt, ne? Das ist jetzt nicht so die krasse Sache. Oder man fragt halt vorher, ne? Und ja, weiß ich nicht. Da habe ich mich vielleicht ein bisschen sehr aufgeregt, aber bei sowas, ne? Wenn der andere schon zweimal drauf tauntet, dann nochmal zurück zu taunten. Naja, wir haben den Boss dann ge danach gelegt. Das ist quasi ein anderer Spieler noch reingekommen in die Raid-Gruppe. Der hat das dann getankt und dann war die Sache auch fein. Ja? So viel dazu. So, jetzt an der Stelle ist halt die Geschichte. Was ist eure Meinung dazu? Ist es okay, wenn man streamt und im Stream sich über andere Spieler aufregt und quasi dann auch in Anführungszeichen, ja, es ist schon so ein bisschen ein Ablästern über andere Spieler. Findet ihr das okay? Meint ihr, man darf sowas nicht im Stream? Soll man in dem Stream dann lieber gar nichts zu der Materie sagen? Meine persönliche Meinung ist, ich fand, es war im Rahmen. Es hat jetzt niemanden persönlich krass angegriffen. Kann man natürlich auch anders sehen an der Stelle. Was ich ja eingangs schon gesagt habe, dass ich die Leute nicht angehe oder anschreibe und sie blöd runterputze oder irgendwas, weil da sehe ich keinen Mehrwert drin. Das ist so das Aufregen für mich. Ich mache das auch im Auto, wenn ich im Auto fahre. Ich bin jemand, der vielleicht ein bisschen zügiger unterwegs ist, weil er oft ein bisschen spät dran ist, dass ich mich dann aufrege, wenn ich zufahre. Wenn jemand nicht zufahre, dann brabbel ich halt quasi im Auto vor mich hin. Du Spacken, jetzt fahr doch zu oder sowas. Ne? Das mache ich teilweise schon, aber ich wird nie auf die Idee kommen, dass ich zum Beispiel wen anhub, weil er langsam fährt oder irgendwie anders jemanden schneiden würde oder sowas. Also das ist dann immer die Sache, die ich für mich mache oder die Sache, die ich halt quasi nach außen mache. Ne? Und mit dem Stream ist es halt so ein bisschen, ist quasi für mich so ein bisschen der Beifahrer, der dann mit im Auto hockt und sich das halt mit anhören muss und halt nicht unbedingt, dass ich es gegenüber der dritten Person direkt mache, um den irgendwie zu zeigen, hey, ich will dir irgendwas Böses quasi. Genau. Das jetzt zu dem einen Thema. Dann zu der anderen Sache. Ich bin dann nach dem nächsten Boss tatsächlich aus der Gruppe gegangen. Und zwar war das also dieser Council Fight, wo die, ja, wie heißt denn das? Das muss ich tatsächlich im Dungeon Compendium gucken. Hier der Hofstaat der Königin, genau. Da bin ich dann rausgegangen. Und zwar droppt da halt mein Transmog-Item. Das habe ich auch gekriegt. Hat mir einer rübergehandelt quasi. Und ja, dann bin ich halt rausgegangen. Jetzt ist das auch wieder so ein heißes Topic, darf man Gruppen und Raids verlassen? Bei Mythic Plus muss ich sagen, ist nochmal eine andere Sache, weil da kann keiner nachjoinen, beziehungsweise geht es um Zeit und da ist es immer eine schwierige Thematik. Da sollte man nur in Ausnahmefällen leaven. Jetzt ist das aber hier so. Das war irgendeine Random-Gruppe, wie gesagt, komplett durchgemixt und da war ein reges rein raus, ja, jetzt nicht lang. Also quasi eine grobe Fluktuation und viele Leute sind nur für ein, zwei Bosse geblieben, sind dann wieder draußen gewesen oder nach dem einen Vibe sind alleine fünf, sechs Leute gelieft. Man lädt jeden ein ohne also man hat erstmal kein Voice benutzt und hat jeden eingeladen. Einfach wahrscheinlich nach Item-Level, schätze ich mal, der Lead, dass er das gemacht hat. Und ja, da sehe ich ehrlich gesagt keine Verpflichtung, dass ich den kompletten Run dabei bleiben muss, vor allem wenn ich auch zwischendrin rein bin. Andere Sache ist, wenn ich jetzt einen festen Run habe, von Anfang an die komplette Gruppe suche und man quasi sagt, okay, wir gehen jetzt ins Voice, wir machen die ganze Instanz in der Konstellation, aber das war eher so eine Gruppe, man lädt ständig einfach Leute nach, um den Raid auf 30 Mann aufzufüllen, was natürlich auch noch mit reinspielt. Der Lead war irgendwie 370 equipped, irgendein Gammelchar, den man sich durchziehen lässt mit von anderen Leuten, die halt gegeert sind. Also das ist schon wieder ein anderes Topic, was man jetzt aufmachen kann, ob man sowas machen soll oder nicht. Aber ja, ich hatte dann mit dem Lead auch noch ein bisschen ein paar Probleme, weil der teilweise Aussagen getroffen hat, die schlichtweg sehr falsch bzw. komplett unrichtig waren. Und ja, sich dann, weil es ein Char sich durchziehen zu lassen, quasi und dann Käse zu labern, das geht mir so ein bisschen gegen den Strich. Aber auch da, ich meistens so random Gruppen, ich schreibe gar nichts in den Chat, weil mir das nicht wert ist, mit irgendwas auszudiskutieren, das bringt halt nichts. Ja? Quasi habe ich dann zwei Bosse mitgemacht, die ich gebraucht habe, und bin dann rausgegangen. So weit an der Stelle. Ne? Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht das Problem. Vielleicht ist der ein oder andere von euch dabei, der sagt, nein, das geht gar nicht, muss immer alles bis zum Ende spielen, egal ob man davon was hat oder nicht. Ist ehrlich gesagt nicht mein Ding. Aus Mythic Plus zum Beispiel will ich jetzt nicht rausgehen. Key depleten ist ein bisschen kacke für die Leute, aber da sehe ich jetzt nicht das Problem. Da ist dann nach einer halben Minute wieder drei, vier neue Leute eingeladen. Also da hat die Gruppe nicht wirklich einen Schaden, dass sie nicht weitermachen können an der Stelle. Genau. Genau. Ich glaube, ich bin auf alles eingegangen.
Soweit. Ich schätze jetzt mal, dass er einer ist, der den vielleicht kennt oder dass ihn das jetzt extrem gestört hat. Also vielleicht ist es auch selber, ich weiß es nicht. Wie gesagt, gegenüber dem DK war das auch nicht böse gemeint, aber wenn ich halt irgendwo auch in der Gruppe bin, dann gehe ich halt davon aus, dass die Leute versuchen, zumindest so das Mindestmaß zu versuchen, dass sie einen Encounter spielen können. Und naja, das war halt hier nicht gegeben. Genau, das war es eigentlich so. Mich würde es interessieren, was ihr so an Gedanken habt, beziehungsweise wie ihr bestimmt diese Thematiken seht. Ich sag gleich vorab, das ist jetzt hier keine Thematik, dass ich sage, ich werde jetzt mein Verhalten anhand der Kommentare ändern. Also ich sehe mich jetzt hier ehrlich gesagt nicht im Unrecht. Vielleicht seht ihr das anders, aber ja, jeder muss halt so ein bisschen seine Prinzipien stecken, wie er das für richtig sieht. Okay, genau, aber diskutiert gerne, würde es mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr die ganze Thematik seht. Und wie gesagt, macht ihn bitte nicht blöd an, er scheint ein netter Typ zu sein und ihm ist halt eine gewisse Umgangsform wichtig. Und anscheinend habe ich da halt nicht ganz so nach seinem Credo gehandelt. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle, euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.